Dann denke ich mal, ist die Küche wirklich fertig. Nicht so ganz perfekt geworden, aber ich bin trotzdem zufrieden, wie das aussieht. Und dann würde ich gerne die Wand hinten kacheln. Da haben wir so Klebekacheln besorgt. Und jetzt bleib einfach sitzen und erhole dich einen Moment und genieße ein Glas erfrischende eiskalte Limonade. Yo, herzlich willkommen zum dritten Video vom Wohnwagenprojekt. Ja, in der vorherigen Folge habt ihr gesehen, was wir so jetzt erstmal grundlegend gemacht haben. Heute, wie auch schon angekündigt, widme ich mich der Küche. Und ja, ich sehe mich da schon wieder mit ein paar Problemen konfrontiert, ne, wo sich wieder irgendwelche Handwerker natürlich drüber kaputt lachen. Ist ha, ha, ha. Für mich erstmal jetzt doch schon eine ziemliche Herausforderung. Denn ich möchte das hier folieren, mit der Folie, die wir ja auch auf dem Tisch haben. Und dann würde ich gerne die Wand hinten kacheln. Da haben wir so Klebekacheln besorgt. Die waren im Angebot, die haben auch ganz günstig geschossen. Die sollen dann hier so ran. Aber man sieht schon, hier sind natürlich einige Sachen eingeschraubt. Ja, das muss ich dann erstmal gucken, wie ich dann die Löcher überhaupt wiederfinde. Und natürlich hier diese Biegung. Ich habe vorhin schon mal geguckt, man kann hier das so ein bisschen hochnehmen. Da werde ich mir irgendwas einfallen lassen müssen. Ja, aber ich schraube jetzt erstmal die Jalousie ab und mache erstmal alles soweit klar Schiff. Dann werde ich das eine Stück so mal folieren. Das muss ich hier tun, weil ich möchte hier sauber ran. Ich würde das gerne hier drunter haben, unter der Kachel. Falls ich es nicht so ganz, man kriegt es nie so ganz hundertprozentig sauber abgeschnitten. Und dann habe ich das unsaubere Stück im Prinzip hier unten drunter versteckt. Und ja, ich fange jetzt einfach an, ich filme mit. Ich hoffe, ihr bleibt dran, habt Bock. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen in diesem Video und wie die Küche dann schlussendlich aussehen wird. Ich bin gespannt. Viel Spaß! Das ist das Zwischenergebnis. Ach, wie schön, Herr Röhrig. Die Fliesen oder diese Kacheln sind jetzt dran. Jetzt geht's weiter mit der Folie hier drauf. Die habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Und ich habe mir überlegt, den Kühlschrank auch noch zu folieren. Und dann das Ganze wieder dran zu schrauben, was ich abgeschraubt habe. Und dann mal gucken, wie das dann insgesamt wird. Also es ist irgendwo überall nicht so ganz perfekt geworden, aber ich bin trotzdem zufrieden, wie das aussieht, vor allem weil wir die Dinger so günstig geschossen haben. Die kosten normalerweise irgendwie 15 Euro, so 8 Stück. Wir haben die für 4 Euro gekriegt. Ganz cool eigentlich. Ja, ich habe die Folie schon zurechtgeschnitten, wie gesagt, ich hau jetzt wieder ran, weiter geht's mit dem Zeitraffer.
Ja, das, wie gesagt, das funktioniert super geil mit der Folie. So sieht das jetzt aus. Das in der Mitte, das lassen wir erstmal noch in dieser Holzoptik.de da ist. Vielleicht wird das auch nochmal in Zukunft verändert, aber ich möchte jetzt nicht zu viel machen. Zwei Dinge sind mir jetzt noch aufgefallen, die ich jetzt nachträglich doch nochmal machen werde. Und zwar möchte ich gerne dieses Stück hier, also von hier bis da hinten, auch nochmal folieren, weil das ja doch ein bisschen angeranzt aussieht. Und wir haben hier nochmal so einfach so ein, das ist so eine weiße Holzplatte. Die nehme ich mir jetzt nochmal raus, die foliere ich auch noch. Und dann ist noch ein Gewürzregal angekommen. Das soll hier so in der Ecke irgendwo platziert werden. Das werde ich auch nochmal dran bauen. Und dann, denke ich mal, ist die Küche wirklich fertig. Ja, da geht's jetzt los. Ich starte jetzt. Ab geht's mit dem Zeitraffer und dann seid ihr gleich zum, oder dann schalte ich euch gleich zum Endergebnis wieder ein. Bis gleich. So, fast fertig. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn wir ohne Landstrom stehen, dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Licht. Und ich habe dieses Lampenset hier sehr, sehr günstig geschossen. Das hat 8,95 Euro gekostet bei so einem Sonderposten. Ganz cool, man kann die einmal hier per Druck anschalten oder man kann halt da verschiedene Farben machen mit dieser Fernbedienung. Das ist erstmal unerheblich. Ganz cool ist, dass man einfach mit Druckknopf das Ding anmachen kann. Und hier ist eine Batterie drin. Ich weiß, es ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit mit Batterien immer so eine Sache bei der ganzen Wokeness in unserer Gesellschaft. Allerdings brauchen die nicht viel Batterien und man hat so ein Ding ja auch nicht irgendwie stundenlang an. Deswegen habe ich mir überlegt, eine hier hinter der Lampe zu platzieren. Das heißt, wenn wir mal wirklich ohne Strom stehen und man möchte hier kochen oder möchte was machen, dann
kann man den einfach mal antippen und hat hier ein bisschen Licht. Ist natürlich kein leistungsfähiger Strahler oder so, aber ein bisschen Licht reicht auch. Die anderen dreien werden wir dann irgendwo im Badezimmer und zwei nochmal irgendwo im Wohnraum so gesehen als Notbeleuchtung platzieren. Die klebe ich jetzt nochmal dran, mache Batterien rein und dann sind wir tatsächlich echt fertig. So, die Küche ist fertig. Ich bin tatsächlich echt wirklich zufrieden damit. Also das ist im Vergleich zu vorher, ist das wirklich cool geworden mit einfachsten Mitteln und Low Budget. Klar, wie schon gesagt, hier und da nicht überall ganz perfekt, aber für mein Know-how finde ich das doch schon relativ gut gelungen. Hätte ich mir viel, viel schlimmer vorgestellt, wenn ich mal sowas mache. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. In dem nächsten Video geht es weiter mit dem Badezimmer und natürlich wird hier noch im Wohnraum, sage ich mal, noch einiges passieren. Und ich warte immer noch auf mein Reisefahrzeug, auf das Projekt Offroad Camper, was dann auch bald beginnt. Aber ihr werdet es sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.